endlich das Video, die Mauser K98 PCP. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Mensch, ich habe mich jetzt die ganze Woche lang gefreut. Seit einer Woche holz ich hier oben bei mir im Dachboden mit der Mauser K98 PCP herum. Ich habe einige Schuss wirklich schon durchgelassen, habe eine ganze Menge Spaß gehabt. Freue mich eh schon ewig, seit sie im März 2019 angekündigt wurde auf der IWA auf dieses Gewehr. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe heute die Mauser K98 PCP für euch im Test. Schauen wir sie uns doch erstmal aus der Nähe an und dann gucken wir einfach mal, was das Gewehrchen alles kann und was das alles so hat. Also, los geht's. Viel Spaß, Leute. Wir fangen wieder am Laufende an. Hier seht ihr den Korntunnel mit dem höhenverstellbaren Korn innen drin. Ich gucke mal, dass man das so ein bisschen schön sieht. Dann haben wir den Lauf, die Attrappe des Putzstocks unten. Hier seht ihr die vordere Riemenöse, an der man dann auch einen Riemen befestigen kann, um das Gewehr über der Schulter zu tragen. Hier vorne ist die in der Höhe und Seite verstellbare Kimme. Kann ich euch gerade mal zeigen, wie einfach sich die verstellen lässt. Dann haben wir das System. Ein glatten Buchenholzschaft. Hier seht ihr die Bezeichnung, die Mauser K98. Mensch, das Gewehrchen, das gefällt mir richtig gut. Hier unten ist der Diana Improved Trigger. Diese Mauser wird ja von Diana produziert. Ihr seht hier die manuelle Sicherung. Rot ist jetzt Fire. Wir stellen sie mal auf Safe. Einfach nach drüben drücken. Jetzt kann man keinen Schuss abfeuern. Diese Sicherung muss nicht vor jedem Schuss deaktiviert werden. Hier der hintere Teil, die Riemen, Aussparung für den Gewehrgurt, eine Metallschaftkappe, die hier angeschraubt ist. Und jetzt drehe ich es gerade mal für euch um. Dann sehen wir die andere Seite, wo der Riemen befestigt werden kann. Dann hier der Repetierhebel. Also der ist richtig schön von der Haptik her. Fühlt er sich richtig gut an. Da muss man sowieso dazu sagen, ihr werdet später im Schusstest sehen. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich Repetier-Luftgewehre habe, dass da irgendwas hakelt, irgendwas krumm reingeschoben wird, wenn man so ein Trommelmagazin hat. Das hat man hier wirklich super gelöst. Ich habe die komplette Woche nicht ein einziges Diabolo gehabt, dass man irgendwo verklemmt war oder irgendwas schiefgegangen war. Also das hat wirklich astrein funktioniert. Und dann seht ihr hier, momentan ist der, ja, ich kann das wahrscheinlich jetzt schwer einhändig machen, ja, doch, es geht sogar ein bisschen. Hier seht ihr, dass dann das Diabolo hier in den Lauf geschoben wird. Momentan ist der Einzelschussadapter eingesteckt. Dann haben wir hier nochmal die Kimme. Es mag vielleicht nicht exakt so ausschauen wie eine originale K98, aber ich finde, es ist ein wunderschönes Gewehr geworden, das mit 3 Kilogramm auch wirklich leicht zu handeln ist und nicht so schwer in der Hand liegt. Aber jetzt hätte ich gesagt, wir haben es uns angeguckt, lass uns doch mal eine Runde schießen. Viel Spaß, Leute, beim Schusstest. Also, machen wir mal den Schusstest. Ich werde mit dem 12-Schuss-Trommelmagazin anfangen auf jeden Fall, beziehungsweise werde den Schusstest damit machen. Zu befüllen das Magazin, diese Plexiglasscheibe nach unten, und dann kann man das hier so ein bisschen, ja,
ich weiß nicht, ob man es in der Kamera halten kann. Ich drehe das dann immer ein kleines Stückchen weiter und dann seht ihr hier, dass man dann mit dem Kelch zuerst die Diabolus reinfallen lassen kann. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, als ich das Magazin gesehen habe. Ihr hattet es ja vielleicht auch in dem Storm Rider bzw. in dem Bandit Video auch schon gesehen, dass ich zwar von den beiden Gewehren positiv, beziehungsweise Gewehr und Pistole, Entschuldigung, positiv angetan war, aber als so Kritikpunkt ein bisschen das Magazin geäußert habe, weil es doch, ja, ich sag mal, recht hakelig war. Das hat irgendwie nicht ganz ausgegoren sich angefühlt. Das hat man jetzt hier anders gemacht anscheinend. Ich wusste es gar nicht, mir hat niemand was gesagt. Gibt es eine neue Magazinserie. Das Ganze ist haptisch um einiges besser, da klappert nichts, da wackelt nichts, da hakelt nichts beim Repetieren. Ihr werdet das dann merken. Da muss man sonst ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die Kelche kaputt macht und wirklich fein sauber repetiert. Das hat es jetzt wirklich alles verbessert. Also sprich, das ist um einiges, anwenderfreundlicher geworden. Sagen wir, bin ich doof jetzt oder was? Also nochmal. Man müsste schon die Öffnung natürlich schön übereinbringen mit. So, jetzt haben wir es gleich. Die 12 Schuss sind gleich geladen. Beim letzten muss man ein bisschen aufpassen, dass er nicht wieder auf der anderen Seite rausplumpst. Dann dreht man das zurück. Reinsetzen kann man das Magazin nur auf eine Art. Und zwar ist hier unten so eine kleine Nut dran, also sprich, das passt nur so rein. Und ich kann es nicht genau sagen, das kommt mir magnetisch vor. Also das letzte Stück, guck, das zieht sich automatisch in die richtige Position rein. Das gleiche ist ja auch beim Einzelschussadapter, das möchte ich auch gerade nochmal zeigen. Den steckt man hier rein. Und ach dann, zack, dann zieht es sich automatisch in die richtige Position. Das ist auch der Grund, weshalb das dann auch überhaupt nicht mehr verhakt. Also das finde ich eine richtig geile Lösung. Ich zeige es euch hier gerade nochmal. So, zack. Den Rest macht es von allein. Okay, fünfmal bewiesen. Jetzt fangen wir mal das Schießen an. Ihr seht meinen Einschießbock von Dobrindt. Der hat den Vorteil, ich kann jetzt zum Beispiel gerade bei PCP-Waffen, aber ich will es dann auch bei den Airsoft-Waffen so zeigen, dass man das Gewehr halt einspannt. Das ist wirklich der Schwachpunkte schützen so gering wie möglich gehalten wird. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich schon repetiert habe. Und jetzt fangen wir mal das Schießen an. Ich schieße jetzt sehr langsam, ich versuche konzentriert zu schießen. Exakt 4,52 mm geladen. Macht sich hier ein bisschen der fehlende Regulator bemerkbar. Wir testen das dann gleich nochmal mit einer anderen Munition auch. Gehen Sie alle wieder rauf, warum die zwei dann nach unten gegangen sind. Okay, beim letzten Schuss, also wenn das letzte Schuss abgegeben ist, stößt er gegen so einen metallischen Widerstand hier. Und dann kann man den halt eben nicht mehr abgeben. So, was nehmen wir denn jetzt mal? Wir nehmen mal die H&M Field Target Trophy 450, genau. Also das waren jetzt gerade die JSB exakt 4,52 mm. Ich wurde schon gefragt, warum ich immer die 452er nehme bei JSB und nicht die 450er. Ich erwähne es jetzt einfach mal hier, weil wir gerade beim
Nachladen noch ein bisschen Zeit haben. Es ist so, dass die JSB ein bisschen untermaßig sind, also sprich, dass so 451, 452 dem 450 entspricht von RWS und H&N zum Beispiel. Also ich nehme, natürlich muss man das für seine Waffe immer selbst dann noch testen, welche da am besten funktionieren. Da ist einfach jeder Lauf anders. Aber um Testwaffen zu beschießen, nehme ich immer die H&N Field Target Trophy 450 im Normalfall und die JSB Exakt 452, weil ich denke mal, das sind mit die gängigsten Diabolos. Natürlich könnte man jetzt hergehen und könnte bei 10 Meter Entfernung, ich habe hier 11, auf Flachköpfe auch gehen. 11 Meter wäre vielleicht gerade noch so ein bisschen der Grenzwert. Bei 10 Meter wäre ein Flachkopf dann auf jeden Fall die bessere Möglichkeit oder die bessere Option, besser gesagt. Aber ja, dadurch, dass ich dann halt auch draußen und das Gewehr dann auf eine Sorte einschieße, also auch auf längere Distanzen dann, deswegen nehme ich dann eigentlich auch hier so die, nehme ich dann auch hier so die Rundköpfe. So, und jetzt kommen wir zum letzten. Da halte ich es relativ gerade, dass er nicht unten in diesem Loch gleich wieder raushüpft. Drehe ich so ein bisschen um. Drehe es zurück, das wird ja hier mit so einer Kugel fixiert. Und dann rein damit. Okay, also dann schießen wir einfach mal auf die. Da sind wir rein. Schießen wir einfach mal auf die gleiche Scheibe. Schon eher das Ergebnis, das ich auch die letzten Tage hatte. Ich habe mich gerade schon ein bisschen gewundert, was das soll. Ich glaube, da kann man schon eher drüber reden jetzt. Ich denke, jetzt hat er auch einverstanden, oder? Okay, das waren die 12 Schuss. Also H&N Field Target Trophy, das ist jetzt noch die alte Verpackung, die neue habe ich hier. Von den neuen aus, ich schieße dann mal noch leer. Die funktionieren hier bei dem Gewehr besser. Okay, wieder was gelernt. Ich hätte gesagt, wir gehen mal direkt zum Chronitest über und machen da einfach mal 10 Schuss durch und gucken uns die Power an, die das Gewehr hat. Also, machen wir unsere 10 Schuss. Machen wir das Magazin leer, machen wir heute mal 12. So, ich habe die 12 Schuss mit den H&N Field Target Trophy heute gemacht, weil die einfach besser funktioniert haben, um einiges besser. Gucken wir uns mal die Werte an. Schussanzahl 12, Durchschnitt 7,61 Joule. Von 164,96, Durchschnittsgeschwindigkeit 164,96, von 163,70 bis 167,32 ist eine Konstanz von 3,6 Meter, echt ein super Wert. Standardabweichung vom Mittelwert 1,1 Meter. Und das Schöne ist, wir haben hier unsere 7,5 Joule wirklich richtig schön ausgenutzt. So, ihr habt den Schusstest gesehen, ihr habt den Chronitest gesehen. Wie ihr seht,
Die H&N Diabolos funktionieren um einiges besser als die JSB Diabolos hier in der K98. Womit es zusammenhängen könnte, ich könnte mir nur vorstellen, dass es an der Festigkeit der Diabolos liegt, dass aus irgendeinem Grund die weicheren JSB irgendwie nicht so gut funktionieren. Vielleicht passen die vom Lauf her nicht so oder so. Ich kann es mir nicht genau sagen. Wenn jemand von euch einen Erklärungsgrund hat, also so eine Differenz zwischen den beiden Diabolos-Sorten habe ich bisher noch nicht gesehen. Die waren eigentlich beide immer sehr zuverlässig, aber hier haben jetzt die H&N klar besser abgeschlossen. Ich habe jetzt ja insgesamt, ihr habt ja 36 Schuss gesehen, also 12 mit den JSB, 12 mit den H&N, dann 12 in dem Kroni-Test, waren wir bei 36 Schuss. Nach den ersten 24 Schuss war das Gewehr von den 200 Bar, wie ich es am Anfang wirklich exakt voll gemacht hatte, auf so 180, 185 Bar gedroppt ungefähr. Dann habe ich mir gedacht, okay, wollt erst die Kamera mitlaufen lassen, dass ihr mal seht, wie viel wir aus dieser 100 Kubikzentimeter Kartusche rausbekommen. Seid froh, dass ich es nicht gemacht habe, sonst wäre das Video unnötig lang und langweilig geworden. Es sind am Ende 136 Schuss geworden, bis ich bei diesen 80 Bar angekommen bin, wo ich wirklich sagen würde, okay, ab da sollte man spätestens das Gewehr nachfüllen. Ich allerdings würde sagen, füllt es bei 120, 125 Bar nach. Dadurch, dass das Gewehr keinen Regulator hat, droppt die Leistung dann von diesem Anfangspower bis zu dieser Power bei 120, 125 Bar nicht zu arg. Das Schussbild bleibt so einigermaßen konstant. Und wenn nicht, wandert es ja ganz, ganz langsam. Und ihr könnt daher bei jedem Schuss dann eben angleichen. Ja, was habe ich zu sagen? Ich hätte gesagt, ich würde mal alles zusammenfassen. Und zwar kommen wir zu unserem Fazit. Ja, das Fazit. 400 Euro kostet das Gewehr. Aus meiner Sicht ist es absolut wert. Klar, schade, kein Regulator drin. Das werde ich auch unter den negativen Punkten dann einfach reinschreiben bei mir auf www.ergandi.de. Dort könnt ihr das Gewehr auch mit anderen PCP-Gewehren vergleichen. Dort werdet ihr auch in Zukunft auch noch Software-Videos. Das erste Armbrustvideo kam schon online. Also da werdet ihr alles, was irgendwie schießt und frei ab 18 ist, wird es in Zukunft auf ergandi.de geben. Ich bitte euch, abonniert euch einfach die Seite, dann bekommt ihr immer und nur dann einen Newsletter, das ist meist sonntags früh um 8, weil da kommt das neue Video dann online und der neue Blogbeitrag dann online und so weiter. Und nur dann bekommt ihr irgendeine Mail von mir. Das wird auch nur für diese Zwecke gespeichert, eure E-Mail-Adresse. Ich habe einen Datenschutzbeauftragten, einen externen, also das mache ich nicht selbst, sondern das macht jemand, der da wirklich auch Profi ist, dass wir halt eben nach deutschem Recht alles perfekt machen, dass man hier keinen Ärger bekommt. Okay, also kann ich euch nur empfehlen, schaut es euch mal an. Genau, zum Fazit, ja, also Verarbeitung 1A. Ich bin absolut zufrieden. Man sieht nicht irgendwo einen Grat, nicht irgendwo, wo man sagt, okay, hier hat man ein bisschen fummelig gearbeitet und nicht so sauber. Es ist wirklich wunderschön verarbeitetes Gewehr, der dunkel gebeizte Buchenholzschaft ist sehr schön, liegt sehr haptisch, sehr gut in der Hand. Mit 3 Kilo Gewicht ist das Gewehr auch, sage ich mal, für schmächtigere Schützen wirklich sehr gut handelbar. Man hat ja wie im Original halt keine Fischhaut oder so, aber trotzdem wegrutschen oder so tut einem das Gewehr nicht. Was ich auch vielleicht noch bei den negativen Sachen dazusetzen würde, wenn man über Kimme und Korn schießt, es ist halt ein bisschen, ja, ich sag mal wackelig, also ich komme damit klar, man kann damit gut blinken, aber wenn man sagt, man will so ein Loch schießen wie hier zum Beispiel, ich glaube, das ist über Kimme und Korn einfach ein bisschen schwierig, da empfehle ich euch, setzt ein Zielfernrohr oben drauf, ihr seht, genug Platz haben wir bei der 11mm Prismenschiene. Das reicht euch auf jeden Fall aus. Ich habe jetzt hier einen Hawk 6-24x50 Air Max Kompakt verwendet. Da habe ich ja auch schon einen Bericht drüber gemacht über das Glas. Das verlinke ich euch auch im Blog nochmal unten. Und dann guckt euch das doch mal an, weil das ist wirklich super geeignet. Natürlich, wenn ihr das Ganze sehr, ich sag mal, authentisch machen wollt, dann müssen wir hier ein ganz anderes Glas drauf bauen. Dann müssen wir wirklich eins, das so ein bisschen historisch ausschaut, vielleicht mit einer 1,5-2-fachen Vergrößerung oder so. Ich selbst habe jetzt da keins gefunden im Netz. Wäre geil, wenn irgendjemand einen Tipp hat, weil das doch viele authentisch dann einfach nachbauen wollen. Schreibt mir doch mal bitte unter den Blogbeitrag einfach oder setzt mir einen Link drunter, wo man so ein Glas beziehen kann. Fände ich auf jeden Fall interessant. Das würde sicherlich auch noch mehr Leute interessieren. Manuelle Sicherung ist schön. Man muss nicht die ganze Zeit entsichern. Der Abzug funktioniert, tut, was er soll. Ist nicht der T06 Abzug, aber er ist absolut dem Gewehr angemessen und dass man ein ordentliches Ergebnis erzielen kann, das seht ihr ja hier.
Sonst kann ich nur sagen, meine Empfehlung hat es gewährt. Mir hat es wirklich riesen viel Spaß gemacht. Ich bin mit mir und der Haushaltskasse am Kämpfen, ob ich es mir einfach wirklich in den Schrank stelle, weil es einfach wirklich Spaß macht, es zu schießen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch den Blogbeitrag durchgelesen. Das letzte Gewinnspiel ist gerade abgelaufen. Es gab einen Rucksack, Taschenmesser und alles Mögliche zu gewinnen. Neulich hat man ein Gewehr. Mal schauen, was beim nächsten Mal wieder ist. Einmal im Monat gibt es einen. Tragt euch einfach ein, dass das nicht verpennt. Und dann hätte ich gesagt, bleibt bitte gesund, auch in diesen etwas anstrengenden und stressigen Zeiten. Guckt auf eure Mitmenschen, helft euch gegenseitig ein bisschen aus, dann kommen wir da zusammen durch. Ich versuche sonntags euch einfach mal für 10 Minuten, Viertelstunde, keine Ahnung, wie lang das Video geworden ist, dann abzulenken. Und dann hätte ich gesagt, kriegen wir schon alles hin. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, servus, sagt der Gandhi.